Cork Coffee Break, der Interview-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cork Coffee Break. Mir gegenüber sitzt der fabelhafte Jörg Sunderkötter. Genau, und mein Name ist Steffen Richter. Jörg, wir sind in einer total verrückten Zeit gerade. Dieses unsägliche Virus erlebt gerade so das Comeback seines Lebens. Ja, steil, würde ich mal sagen. Ja, total. Donald Trump ist nicht mehr amerikanischer Präsident. Auch das hat uns ganz schön bewegt in den vergangenen Tagen. Ja, das geht wohl steil nach unten. Genau, oder raus. Ja, da ist es irgendwie ja schon schön, wenn man eine neue Folge vom Coffee Break aufnehmen kann, um auch eine gewisse Stabilität im Leben zu haben, oder? Das ist so gut gesagt. Kann man schon so sagen, oder? Ja, also ich kann nur sagen, das war wie so ein, wo man durchatmet, so. Oh. Ja, so endlich sowas, wo man sich dran festhalten kann. Ja, Wahnsinn. Die Welt ist doch in Ordnung. Unwägbarkeiten, von denen wir umgeben sind. Und es ist was Wundervolles, dass wir, würde ich jetzt mal behaupten, bei einem der freundlichsten, gastfreundlichsten Menschen, die mir jemals begegnet sind, heute zu Gast sein dürfen. Sein Name ist Lilo Scrimali. Wunderbar. Genau. Wir haben im Sommer schon mal das Vergnügen gehabt, haben ihn in Berlin besucht. In Berlin sind wir heute nicht. Wir sind heute in Köln, in den Monkey Music Studios, und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank dafür, dass du dir Zeit nimmst, um uns zu plaudern. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch sehr. Absolut. Es ist auch eine ganz tolle Umgebung hier. Also das hat auch so eine schöne Atmosphäre. Also das ist eine sehr, sehr schöne Wohlfühlumgebung. Und das ist ein bisschen Sauna-mäßig, ne? Viel Holz. Ja, das stimmt. Warm. Aber auch ein Mensch, der sehr viel Wärme abstrahlt. Und ich will jetzt mich gar nicht hier irgendwie ranschleimen an dich, aber das war schon sehr beeindruckend, wie du uns empfangen hast im Sommer. Vielen Dank. Wir würden einfach gerne ein bisschen von dir erfahren, wer du bist, was du machst. Vielleicht stellst du uns einfach ganz kurz den Lilo mal vor. Oh, okay, ich versuch's mal. Ich bin grundsätzlich Keyboarder, Pianist, Arrangeur, Komponist. Habe mit 4 angefangen, Klavier zu spielen, beziehungsweise Orgel. Me too. Ja, du auch? Ich glaube, du auch. Ja, Steffen, Melodica. Sei ehrlich. Melodica. Mich wollte keiner unterrichten. Das war mit 4 Jahren, wollte mich keiner damals unterrichten. Also alle haben Musikschulen sagten, erst ab der 1. Klasse, wenn der Junge Mathematik kann, so. Fand ich total doof. Meine Eltern meinten dann, ja gut, musikalische Früherziehung geht auch, aber Flöte spielen wollte ich auch nicht. Und im Takt tanzen und malen auch nicht. Ich wollte Klavier spielen. Und so habe ich einen Organisten getroffen und der hat mich unterrichtet, so ein paar Monate. Okay. Ja, so fing es an, ja. Und da warst du 4 Jahre alt? Da war ich 4 Jahre alt. Irgendwann konnte ich alle italienischen Tarantellas, die sehr schwer sind, wenn man sie richtig spielen möchte. Ja, und so mit sechs hatte ich dann klassischen Klavierunterricht. Und Musik hat ja in deiner Familie eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Deine Eltern sind auch sehr musikalisch, lieben Musik. Nein, lieben Musik. Ja. Lieben Musik, also, aber waren nicht so musikalisch. Mein Papa ist Polsterer, meine Mama Schneiderin, aber meine Onkels sind Musiker. Okay. Ja, das hat schon sehr geprägt. Ich war oft bei Proben dabei und habe das so mitbekommen, alles. Und ich wusste, genau das möchte ich auch machen. Du bist sozusagen in zweiter Generation aus Italien, so ein italienischer Einwanderer, kann man sagen. Du hast schon gesagt. Klassisch, ja. Genau. Und bist in Stuttgart aufgewachsen, im Großraum Stuttgart, Kirchheim unter Teck, um genau zu sein. Kirchheim, genau. Das werden einige kennen, ob des etwas seltsamen Namens. Wie war diese Kindheit? Also, wie muss man sich das vorstellen? Bist du von deinen Mentalitäten her schon auch noch ein bisschen italienisch gewesen oder war es schon sehr stark geprägt von diesem schwäbischen Lebensstil, der da natürlich sehr dominant ist auch? Also, ich bin sehr italienisch aufgewachsen. Bis zu meinem 4. Lebensjahr konnte ich ja überhaupt kein Deutsch. Wir haben italienisch gesprochen zu Hause, dann kam ich in den Kindergarten und dachte, oh Gott, wie sprechen die denn alle? Was jetzt nicht so toll war von meinen Eltern, aber ja, ich musste mir dann schon vieles erkämpfen und war nicht einfach am Anfang, ja, und
Aber irgendwie, ich war der einzige Lockenkopf in der Schule und im Kindergarten. Aber ja, es war nett und ich bin so ländlich aufgewachsen. Klassisch Fußballspielen, Kampfsportarten, alles was dazu. Ja, ich habe lange Kampfsport betrieben. Ja. Und das Karate oder Judo? Oder? Von Karate bis Taekwondo und zuletzt Vollkontakt Kickboxen. Sogar. Wow. Ja. Das ist war ein schöner Ausgleich zum Klavier. Ehrlich gesagt. Ist da noch was von geblieben? Machst du das immer noch? Ich mache das ja noch so für mich, aber keine Wettkämpfe mehr. Okay. Ja, ja, das hat mir immer geholfen, so runterzukommen. Ja. Ja, schwäbisch aufgewachsen, eher nicht, ehrlich gesagt. Also geizig bin ich auch nicht. Und wie ihr gemerkt habt, mir liegt sehr viel daran, diese Gemeinschaft und zusammen essen, das pflege ich sehr bis heute noch. Das habe ich so von meinen Eltern geerbt. Das bei uns war zu Hause immer volles Haus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und eingekauft und gekocht wurde auch immer für mehr Leute. Und zu dieser Lebensfreude, also gutes Essen und Gemeinschaft und so, gehört ja Musik irgendwie auch mit dazu. Absolut. Ja. Bei uns lief der Fernseher, Radio, also es war Chaos bei uns zu Hause. Ja, das glaube ich. Ja. Und es hat dich auch weiter sozusagen inspiriert und du bist deinen musikalischen Weg auch weitergegangen. Das kann man schon so sagen. Was ist passiert, nachdem der Organist weg war? Ich hatte klassischen Unterricht, genau, und habe dann mein Lehrer damals ein Jahr vorgespielt, ich könnte die Noten lesen, war aber nicht so. Er hat mich irgendwann nach einem Jahr erwischt und war richtig sauer. Okay. Ja, ich habe dann praktisch auf der anderen Seite geguckt und im Nachhinein hätte er ja vielleicht das Talent eher sehen sollen, dass ich nach Gehör gespielt habe. Ja. Ach so, du hattest dann die Noten verinnerlicht und hast es sofort aus dem Gedächtnis? Ich war nicht schlau, habe gesagt, können Sie mir das mal vorspielen? Ah. Und das konnte ich dann, ich konnte das ziemlich schnell nachspielen. Also, das waren jetzt keine schweren jetzt klassische Stücke, also einfache Sachen, aber ich konnte das so mit ein paar kleinen Fehlern, wie man sonst eher auch macht, wenn man zum ersten Mal Noten liest, nachspielen. Das habe ich da so durchgezogen, ein Jahr lang. Wie super. Weil ich mir das total unangenehm war, zu sagen, ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß nicht, was diese ganzen Punkte da sollen. Irgendwie so richtig erklärt hat das mir wahrscheinlich auch nicht. Und er hat mich so richtig angeschrien. Ich musste damals er war ja der Rektor sogar, ich musste dann vom vierten Stock diese Treppen runterlaufen und hat mich nach Hause geschickt mit zitternden Knien. Wow. Das war damals schon schlimm, so mit 7 Jahren. Mhm. Könnte auch dann vorbei sein mit Klavierspielen. Ja, ja. Aber ich habe weitergemacht. Hab weiter Tarantellas gespielt. Okay. Und habe dann auch irgendwann angefangen, Jazzunterricht zu bekommen. Das war dann meins. Ja, und mit den Noten, das ist ja wahrscheinlich dann auch noch mal irgendwann, hat sich das entwickelt, würde ich mal sagen. Weil wenn man dich von der Probe weggehen sieht, dann hast du da so einen Stapel Arrangements unter dem Arm. Mhm. Wobei ich Noten ja immer sehr gerne als Stütze nehme, klar. Speziell bei The Voice muss man natürlich 140 Songs spielen, die kannst du nicht auswendig spielen. Aber ich versuche dann doch, viele Sachen mir zu merken für den Moment. Also man guckt sich sowas an und versucht es dann frei zu spielen, weil das Blatt gucken und emotional spielen, das funktioniert nicht. Ist das etwas, das du bei dem Jazzpiano auch schon gleich mitbekommen hast? Du hast ja eben gesagt, dass es dann weiterging mit dem Jazzpiano, dass du entdeckt hast, das ist so meins. Ja, absolut. Also ich fand das toll, dass jemand sagt, es gibt ein Thema und jetzt mach mal was daraus. Ja, es gibt Harmonien und ein musikalisches Thema und durfte dann meine eigene Variation spielen. Und ich hatte einen tollen Lehrer damals und es war immer so ein, er spielte 4 Takte, dann habe ich was gespielt, dann hat er wieder übernommen und gezeigt so, ach, okay, das machst du gut, aber probier mal das und das. Ja, es lief alles so über Hören auch, was mir ganz gelegen kam, weil ich eher vom Gehör komme. Dieses Notenspiel, das hat mir ganz andere Wege geöffnet und es war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte, ich konnte ja vieles spielen, aber ich wusste nicht,
wie halte ich das fest? Und dann, das fand ich toll, dass ich dann meine Ideen festhalten kann, mir die nicht merken kann. Ja, irgendwie, wenn du natürlich 20, 30 Songs komponiert hast, wird es schwierig, die dir alle zu merken. Und dann, toll war es dann, die ersten Arrangements zu schreiben. Ich bin da ja da so reingekommen in der ersten Band. Da waren drei Bläser. Keiner konnte Noten dafür spielen. Ich mach's. Ne? So. Ich hatte keine Ahnung. Ne? Hatte damals irgendwie ein Atari und Cubase mit so einem Nadeldrucker und habe so erste Versuche gestartet und hab mich informiert, wie hoch spielt eine Trompete, wie tief, wo klingt sie am besten, habe die Leute gefragt, habe natürlich am Anfang Fehler gemacht, irgendwann sagte der Trompeter, ja, aber du weißt schon, ich muss auch ab und zu mal atmen. So, ja gut, hat man Instrumentenkunde gleich dabei. Ich habe das sozusagen learning by doing, ja, genau. So fing das an. Und dann kam ein Streichquartett dazu. Habe ich auch erstmal so learning by doing. Ja. Und erst später, als ich das dann studiert habe und gelernt für zu richtig orchestrieren, dann sind noch viele andere Lichter angegangen, natürlich. Und auch gemerkt, was du so falsch gemacht hast in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dieser Lernprozess, der hört ja auch nicht auf. So, ich ertappe mich ja heute noch, wenn ich mir so die ersten Unplugs anhöre, die ich geschrieben habe, die natürlich schon gut waren, aber würde ich heute auch wieder anders machen. Ja, so. Ich glaube, es ist so ein Prozess, man lernt da nie aus. Jetzt hast du eben bei deiner Selbstdarstellung, ich fand das sehr bescheiden, muss man sagen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die dich kennen, von den Liner Notes irgendwelcher Bands oder aus dem Fernsehen. Es gibt aber mit Sicherheit auch einige, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber gar nicht so ganz genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Und The Voice ist eben schon gefallen. Das ist, glaube ich, das aktuellste Projekt, wo du beteiligt bist. Nicht nur beteiligt bist, sondern du bist MD der Band. Da kam jetzt eben das Stichwort schon Arrangements. Versuch doch bitte einfach mal kurz zu beschreiben, wie dein Arbeitsalltag bei The Voice aussieht. Das ist ja nicht nur irgendwie von der, jetzt gehen die Live-Shows, glaube ich, los, ist ja nicht nur von der Kamera mit Rotlicht sitzen und so ein bisschen Musik machen, sondern da steckt ja Knochenarbeit dahinter. Naja, nicht nur meinerseits, also die komplette Band. Das sind ja Musiker, mit denen arbeite ich ja schon seit 20 Jahren. Also man, da muss man reinwachsen in sowas. Schon allein der Druck, wie du schon sagst, wenn das rote Lämpchen blinkt, leuchtet, dann musst du abliefern. Ja, und da liegen schon mal die Nerven blank, wenn man dann das nicht geübt ist, ne? Und sicher ist, was man da macht. Man muss da schon unterscheiden, ob jemand ein guter Musiker ist live, da kannst du vieles verbergen, so kleine Fehler, aber da hörst du wirklich alles. Jeder Ton, ja, und die Talente vor allem auch. Ne? Du hast ja eine Verpflichtung, den Leuten ein Bett zu geben, eine Sicherheit. Wenn du dich da verspielst, dann verunsicherst du die Leute ja noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Aber mein Alltag, wie sieht der aus? Ich arbeite ja eng mit der Musikredaktion zusammen. Von denen bekomme ich dann die Songs. Früher war ich damit beteiligt bei der Songauswahl. Habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil da viele Faktoren eine Rolle spielen, die dann für mich nicht relevant sind. Ja, so. Beim Fernsehen ist es so, dass sie auch eine Geschichte suchen. Es geht nicht nur darum, irgendwie, welcher Song klingt schön und welcher war in den Charts und so. Das für mich ist immer der Song wichtig. Ich finde, ein Song, der nicht in den Charts ist, kann trotzdem funktionieren und berühren. Aber ganz bestimmt. Ja, und das haben wir, also das haben wir auch schon öfters gemacht. Aber die Redaktion, die machen das super und ich konzentriere mich dann lieber dann hier auf das Arrangieren. Ich bekomme dann die Songs mit Videos von den Talenten, dann weiß ich schon ungefähr, was sie so können, was sie nicht können und wie die Range ist und wie hoch die singen können. Und anhand dieser Informationen fange ich an, die Songs zu kürzen. Das hört sich dann immer so einfach an, aber versuch mal, so ein 70er-Jahre-Song, der eine richtige Songstruktur hat, der nicht so wie heute vier Takte, da mache ich Schnitt und fertig. Damals gab es wirklich eine Strophe, da war eine Akkordfolge, die über 16 Takte gehen, da kannst du nichts wegschneiden und dann plötzlich geht es in einen anderen Tonart über und das kannst du, es ist schwierig, da irgendwie dann einen Song, der 5 Minuten geht, auf 1,30 zu reduzieren und das ist dann tatsächlich eine Herausforderung. Also
Das ist der erste Schritt. Und dann gucke ich mir das Talent an, was macht das, welche Richtung singt es. Okay, es ist ein Lady Gaga-Song, aber es ist ja gar nicht so Lady Gaga-mäßig drauf, sondern eher Country-mäßig. Wie können wir ihr da entgegenkommen? Ja, so. Oder jemand verkörpert tatsächlich das. Okay. Ja, das kann man ja, man kann auch mal einen Song 1:1 nachspielen. Siehst du das auch manchmal einfach nur, ohne dass du schon einen Ton von dem Talent hörst? Nein. Kann man das auch optisch manchmal sehen, dass das jemand ist, der eher Country ist oder möglicherweise eher Pop? Das wäre ja so ein, also. Das würde sich vielleicht das Fernsehen wünschen. Ja, die spielen ja auch damit. Ne? Es ist manchmal, kommt jemand, der sieht aus wie so ein Rockabilly-Typ, macht aber was ganz anderes. Ja? Mhm. Und das ist genau die Überraschung. Ja, genau. Ja, letztendlich musst du ja hören, was aus den Leuten rauskommt. Genau. Da spielt ja alles rein. Das ist die Persönlichkeit. Ja. Und also wenn jemand über Gesang aus sich herauskommt, das stelle ich mir sowieso wahnsinnig schwierig vor, wenn du da auch in dem Studio stehst, also nicht vor Publikum, das bist du wahrscheinlich auch gewohnt. Ja. Dass du live singen kannst und so. Mhm. Und dann stehst du halt dort in dem Studio, wo eben Aufnahmeleitung und Coaches und weiß der Geier steht. Und dann auf der anderen Seite ist eine Band. Mhm. Und dann sollst du da schnell mal in einer Minute abliefern. Das, ja, vielleicht kennt ihr das ja auch. Boah, es ist einfacher, krass, vor 20.000 Leuten zu spielen. Aber wenn du dann plötzlich vor 4 Leuten stehst. Genau. Ja, das ist, finde ich, das ist schwierig. Oder so Familienfeiern, und dann plötzlich alle auf dich gucken und denkst so, Gott, was wollen die jetzt alle? Mhm. Ja, wobei, das war mir immer aber egal. Findet das denn so statt eigentlich, dass in dieser Situation plötzlich das abgeliefert werden muss? Oder gibt es da erstmal Proben, die abseits der ganzen Geschichte vonstatten gehen? Ja, es gibt natürlich erst eine Probe mit der Band. Da darf jeder den Song 2-mal anspielen. Für uns auch. Ne? Also wir versuchen dann jedes Mal den Song noch zu optimieren. Dann gibt es noch eine kalte Probe dann im Studio mit Staging, dann welche Kamera sie dann gucken müssen und so weiter. Und dann ist schon der Auftritt. Krass. Genau. Und du hast jetzt eben so ein bisschen angefangen mit deiner Arbeit sozusagen zu erzählen. Entschuldige, ich drifte da immer ab. Genau. Sag mal bitte zwischendurch auch, das ist tatsächlich nicht nur einmal mit einem Kandidaten, das sind nicht 10 Kandidaten, das sind nicht 50 Kandidaten. Wie oft macht ihr das? Deswegen auch eben nochmal die Frage nach dem Knochenjob. Also das ist wirklich unfassbar, die Zahlen, die da. Also ihr seht ja gerade, wo wir hier sind, ja, in diesem Räumchen. Normalerweise liegt hier eine Matratze, die ist da hinten. Die liegt hier und ich schreibe hier dann natürlich, bis es nicht mehr geht. Ja. So 2 Wochen lang, jeden Tag. Da bin ich zu Hause abgemeldet. Ja. Und wenn es nicht mehr geht, lege ich mich hin, stelle mir einen Wecker und dann geht's weiter. Ja. Das ziehe ich dann durch. So, also ich muss dann so 10 bis 12 Songs am Tag schaffen. Und für insgesamt dann wie 100, viele Kandidaten? 140 Talente. 140 Kandidaten. Bei den Blinds, es werden immer weniger. Ja, genau. Ja, und die Band ist natürlich am Anfang kleiner, was natürlich auch, was mir hilft. Ja, wir sind dann Keyboards, Gitarre, Bass, ganz normale kleine Band. Und die wird dann mal zu mal größer. Backing Vocals kommen dazu, dann kommen Bläser und Streicher am Ende noch zusätzlich dazu. Okay. Und von 140 sind es dann, glaube ich, 64, dann 32 und bei den Finalshows haben wir dann, da kommen dann die internationale Gäste, die wir auch begleiten dann. Dann ist dann noch die Kommunikation mit den Managements, Plattenfirmen, im besten Fall mit dem Künstler direkt, das hilft manchmal. Ja. die sind einfach immer sehr unkompliziert und dankbar, und das Management eher kompliziert. Ja, das Management geht auf Nummer sicher. Deutschland hat immer einen schlechten Ruf, was das angeht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und die sagen, Playback auf jeden Fall. So, und dann sage ich immer, aber ich bereite es mal vor und ihr könnt es euch ja anhören, könnt ihr immer noch fürs Playback entscheiden. Und meistens ist es so, dass dann der Star hört, was wir spielen und sagt, auf jeden Fall singe ich live mit euch. Ne? Und da gab es bisher immer nur positive Feedbacks. Ja. Macht auch Spaß mit den Leuten dann. Ja, ist auch eine krasse Band, muss man auch mal sagen. Es sind tolle Leute. Ich bin super, echt privilegiert mit diesen tollen
Musikern zu spielen. Also ich muss mittlerweile auch, wenn ich teilweise übernächtig bin, die fangen mich auf und übernehmen dann auch mal die Verantwortung und so. Das ist ein richtig, sind nicht nur Mitmusiker, sind auch richtige Freunde, das ist ein Familienersatz. Ne? Wir sind ja auch teilweise 6 Wochen am Stück dann vor Ort. Mhm. Das muss passen, da kann man nicht irgendeinen Musiker nehmen. Da werde ich oft gefragt, wieso, in Berlin gibt es da auch tolle Musiker und so. Ja, aber das wird nicht funktionieren. Ne? Ja. Also nicht für diese Geschichte jetzt. Ja. Ich glaube, in so einer Anspannungssituation sind wir auch reingekommen im Sommer und da hat man das gemerkt. Also dass auf jeden ihr Fall. Freunde seid, ja, dass ihr einfach da zusammengehört auch. Ja, wir können uns alles sagen. Ne? Das ist auch wichtig, dass man kein Blatt vom Mund nehmen muss. Ne? Wir wissen, wir stellen uns musikalisch alle gegenseitig. Ja. Deswegen kann man ja auch mal sagen, hey, was steht doch alles drauf, liest doch, was da steht, ne? So, irgendwie so, rutscht mir doch manchmal raus, weil, ne, so, ja, dann kommt auch manchmal ein blöden Spruch zurück, soll ich jetzt spielen oder Noten lesen? Ja. So, also ich, ja, vielleicht beides. Aber das ist dann, wir lachen dann ja letztendlich darüber. Ja, ist darüber. Super, wenn man so miteinander umgehen kann, genau. Das ist auch unkompliziert und direkt. Irgendwie. Ja, und am Ende landen wir, wie ich auch gesehen habe, abends alle im Restaurant und essen zusammen und reden über andere Sachen und es ist muss ich sagen, nicht nur eine tolle Band, auch eine tolle Produktion, also die auch respektvoll mit den Talenten alle umgehen und und die schätzen auch, was wir machen. Ich habe freie Hand, ich kann schreiben, was ich möchte. Also wo gibt's das schon? Der Carsten Röder ist der Chef, der kommt jedes Mal zu uns und ist happy und interessiert sich, was wir da machen und wundert sich, schreibt mir manchmal echt tolle Mails und so, wie toll, und ich wusste gar nicht, was ihr da alles macht und so und möglich macht. Und wir müssen ja spontan reagieren manchmal. Da kommt Mark Forster auf die Bühne und fängt an zu singen. Dann höre ich vom Regisseur, spiel doch mal mit, kennt ihr das nicht? Ernsthaft? Ja. Oder manchmal komponieren die irgendwas oder erfinden was und dann musst du halt irgendwie was dazu spielen. Aber es bleibt spannend. Ja. Manchmal gelingt einem da was Tolles, manchmal auch nicht. Also es ist so. So Papa Don't Preach war cool. Ja, yeah. Das war super. Ach so, genau. Ja, das war genau. Da kommt Steffi und sagt eine Rockversion. Dann muss ich irgendwie anfangen, ein Mikro vorzusingen, was Schlagzeug ungefähr macht, was die Gitarren machen, so in 5 Sekunden, Tonart und los. Und jeder weiß aber, was gemeint ist. Mhm. Ne? Weil wir eben so lange zusammen arbeiten, die wissen, was ich meine. Auch in den Noten, da stehen. Ich schreibe auch manchmal Witze rein. Ich weiß, wenn ein Tag lang ist, das sind irgendwelche Sachen dann, worüber jeder dann weiß, warum er da jetzt, wo ich weiß, warum der schmunzelt jetzt da hinten. Ja, ich glaube, das ist für Hörerinnen und Hörer total spannend, einfach mal so die Umgebungsbedingungen und die Hintergründe zu erfahren von so einer Produktion, die man dann im Fernsehen sieht, das ist quasi das Frontend. Aber was im Backend passiert, da hinzuschauen und die Arbeit auch zu sehen, die da drin steckt, es ist erstaunlich, dass, ich meine, nicht jeder Song gefällt uns. Aber das Erstaunliche ist, sobald eingezählt wird und der Song beginnt, kämpft jeder Musiker, der auf der Bühne ist, um jeden Ton. Und jeder möchte das, hat den Ehrgeiz, das gut zu machen. Und das rechne ich den allen hoch an. Ja. Und kämpft auch für die Talente dann wahrscheinlich. Absolut, wir fiebern damit. Ja, natürlich, wir wollen ihnen ja helfen. Ja. Wir haben ja jetzt keinen Lieblingssänger oder so. Ja, klar, es gibt tolle Leute, wo man sagt, schade, dass der jetzt raus ist, ja, irgendwie, weil er eigentlich besser war als der andere. Ja. Aber im Endeffekt wollen wir denen helfen und die kommen auch manchmal mit eigenen Ideen. Und da bin ich natürlich auch offen dafür, wenn es nicht gerade doofe Sachen sind. Und es gibt dann einen Punkt, wo ich sage, also, das geht jetzt nicht, muss man ja irgendwann auch sagen. Aber es sind ja zum Teil auch Musiker und Leute, die selbst produzieren, komponieren. Da kommen schon auch mal tolle Ideen. Ja. So, die übernimmt man dann auch. Das bedeutet auch, du musst schon ein sehr, sehr gutes Feingefühl haben, mit den Leuten umzugehen. Da kannst du wahrscheinlich nicht so salopp irgendwie sagen, na komm. Nein. Ja, wobei das passt schon. Es kommt auf den Ton an. Also ich mag so, und also Respekt ist für mich immer wichtig. So, auch wenn man was sagt, aber
es kommt darauf an, wie man das sagt. Irgendwie. Und wir hatten letztens eine Situation, dass ein Coach zu uns gesagt hat, ja, die Form, wir hätten gerne den Part doppelt so lang, den Refrain. Das Talent wusste es aber nicht. Wir hatten das vergessen, im Talent zu sagen. Und wir haben geprobt und haben diesen Refrain natürlich doppelt gespielt. Und dieser Sänger fängt, ja, stopp, die Band ist falsch, stopp. Das geht gar nicht, das hasse ich, ne, sowas. Ne. Musste ich auch kurz anhand sagen, erstens, ich sag stopp, du nicht. Du hältst nicht die Band an, du singst, bis es vorbei ist. Das sind die Regeln. Und zweitens ist die Band nicht falsch. Ne? Also ist niemals falsch. Nein, wenn wir falsch sind, dann geben wir das auch zu. Aber es kommt nicht vor. Super. Ja. Aber ist schon krass, das zeichnet ja auch so eine Live-Show aus. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so spontane Sachen auch möglich sind. Also auch wenn ich das jetzt sehe im Fernsehen, dann würde ich davon ausgehen, na klar, das ist natürlich alles geplant. Aber wenn du so, sagst, ja, das ist so... Fragt mich meine Frau sogar, ja. War das jetzt geplant? Und ich sage, nein, es war natürlich nicht geplant. Okay. Hm. Ja, also zu den ganzen musikalischen Sachen, ne, das spielt natürlich, spielen auch die Instrumente eine große Rolle auch. Ne? Also du musst dein Instrument gut kennen und schnell arbeiten können, weil ich habe hier zum Beispiel im Studio keine Zeit, Sound zu programmieren. Mhm. Hier wird nur geschrieben. Die Instrumente sind ohnehin in Berlin. Da habe ich jetzt seit letztem Jahr komplett ein neues Setup von Korg, ein Kronos, ein SV2 und ein Prolog. Und was ich daran sehr schätze, ist, dass man schnell Sounds kreieren kann. Mhm. Das, was du praktisch im Kopf hast. Du hörst den Song erstmal, wir hören den Originalsong und während der Song läuft, siehst du alle Musiker schon, die sind schon am Schrauben. Der alte Gitarrist ist schon seinem Effektboard und macht seinen Sound. Ich fange schon mal an, die Sounds zu programmieren, dass es beim ersten Durchgang schon mal so annähernd ist, wie es klingen soll. Beim zweiten Mal wird es nochmal optimiert und so weiter. Bis zuletzt wird optimiert. Das heißt wirklich, ihr macht eure Sounds alle selber? Ja, ja, klar. Respekt. Da musst du auch richtig, richtig cool sein im Grunde genommen, oder? Weil jetzt sind wir live, es ist Live-Fernsehen. Da musst du schon richtig eine gewisse Coolness auch mitbringen, oder? Einfach darauf vertrauen, auf dein Können, dein Know-how, auf die Zuverlässigkeit des Instruments. Also das ist schon... Ja, absolut. Also das darf da nicht sein, dass du dann erst anfängst, zu erforschen, wie das funktioniert oder wo finde ich das? Ah, wo? Oh nee, das geht natürlich nicht. Ja. 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 Ja, die wir Sounds sind ja, durchprobieren. Ja, genau. Alle, ich bin gleich soweit. Ich hab's gleich. Nächstes Song 253. Genau. Ja, das ist tödlich für einen Keyboarder. Ist das ein ganz schlimmer Moment. Dieses, ja, ich hab's gleich. Und, und man vergräbt sich da in irgendwelche Displays oder Computer. Und ist irgendwie so entkoppelt von allem, was passiert. Das ist ein ganz schlimmer Moment, finde ich. Also wir haben hier dann so einen super speziellen programmierten Knopf bei unserem Monitorpult. Der gute gelbe Knopf. Wenn der gedrückt ist, hörten sich alle nur sich selbst. Ah. Und den Song, der Song, der gerade läuft. Das heißt, der Gitarrist nervt mich nicht die ganze Zeit und ich ihn auch nicht. Ne? Und so kann ich in Ruhe meinen Sound schrauben, während wir den Song hören. Wir hören den originalen Song. Okay. Ja, das machen wir auch immer, bevor wir auftreten oder das Talent kommt, hören wir den Song nochmal. Nochmal kurz erinnern, okay. Auch wenn du die Sounds programmiert hast, aber um in Stimmung zu kommen. Ne? Alles klar. Also ich würde ja schon alleine einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn ich die ganzen Arrangements schreiben müsste und dann auch noch die Sounds programmieren. Das klingt jetzt so für mich, als würdest du das noch nebenbei machen. Aber das macht mir unheimlich viel Spaß und ich freue mich dann auch. Ja, aber ich freue mich dann, wenn das Ergebnis dann, beziehungsweise ich freue mich umso mehr, wenn der Sound, der programmiert ist, dann noch besser klingt als das Originale. Weil, wie gesagt, mein Anspruch ist nicht immer zwingend, das 1:1 nachzumachen. Also es muss den Charakter haben,
Aber zusätzlich, wenn es mir noch gelingt, was Selbstständiges, Eigenständiges zu kreieren, dann umso besser. Das sage ich auch zu allen Leuten. Ich sage dann auch, klar, ich habe euch ein Arrangement geschrieben, da steht alles drin, wie kurz, wie lang, wie der Sound sein soll. Aber wenn euch da was Schöneres, Besseres einfällt, bitteschön, macht das. Ja, gerne Vorschläge bringen. Es ist nicht zwingend, dass man das eins zu eins spielt. Ein gemeinsames Projekt. Absolut. Ah, ja. Ja, ja. Man hat ja nicht umsonst gute Leute, die man dann sagt, du musst genau das spielen. Also da kannst du ja irgendeinen Orchestermusiker holen. Ja, das stimmt. Ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, er hat nicht Leute eingestellt, damit er ihnen sagt, was sie tun müssen, sondern damit er Inspiration von ihnen bekommt. Perfekt, sehr gut. Ich glaube, das war Steve Jobs. Ja, wenn ihr auch da draußen mich korrigieren wollt, bitte tut es. Ich kann dich nicht korrigieren, aber ich hört sich gut ein zumindest. Ich glaube, es war Steve Jobs. Aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um unsere Kaffeedose, ihr kennt alle unsere Kaffeedose, ins Spiel zu bringen. Wir haben auch für Lillo die Kaffeedose befüllt und du darfst da jetzt gerne reingreifen und den Hörerinnen und Hörern auch sagen, was du rausgeholt hast. Ja, Papier. Das ist ein Liebesbrief. Ja, es könnte ein Liebesbrief sein, aber der ist mit einem Gummi umhüllt. Ich glaube nicht, dass ein wirklich Liebender oder eine Liebende das täte. Ich hab früher in meiner Schule, als ich Liebesbriefe von Mädels bekommen habe, die ich nicht mochte, die habe ich immer rot korrigiert und zurückgeschickt. Sehr gut. So der sagst Dieter. Du bitte, der Dieter. Der gute Dieter. Genau. Dieter Bohlen. Ja. Was für eine Rolle spielt er in deinem Leben? Dieter Bohlen hat für mich eine Berechtigung. Ich finde, die Sachen, die er in den 80ern gemacht hat, die waren super produziert. Mhm. Und ich hatte mit ihm jetzt nicht viel zu tun. Also die paar Male, die wir Kontakt hatten, waren immer respektvoll. Er war auch immer nett zu mir. Er hat natürlich auch seine speziellen Seiten. Aber ich kann persönlich nichts Schlechtes über ihn sagen. Hm. Also die Erwartung hatten wir auch eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich auch ein Foto genommen, wo er nicht veraltert wird. Ich muss da immer unterscheiden, ob das musikalisch mein Ding ist oder nicht. Aber das macht für mich jetzt nicht irgendwas schlecht oder besser. Es ist nicht mein Geschmack. Hm. Aber es ist gut gemacht, was er macht. Ja. Ich kenne auch seinen Mitproduzent, den Gio, ist ein netter Typ, der die Sachen macht. Vor allem, ich fand tatsächlich die 80er-Sachen fand ich tatsächlich ganz gut. Die Hooks waren unglaublich. Ja. Also die Hooks waren unglaublich. Ja, auch die Sounds, auch die Synths damals. Ja. Die waren gut gemacht. Also bin damit aufgewachsen. Ja, also, ja. Ja. Okay. Ja, manche haben mit Modern Talking erst gelernt, was Kopfstimme bedeutet. Es gibt eine kleine Anekdote, da kam irgendwann Dieter Bohlen, oder ich habe es nicht gemerkt, dass er es ist, und ich merkte, irgendjemand massiert mich gerade. Ich saß am Klavier und dann drehe ich mich um, das war Dieter, und ich sage, Dieter. Und dann lag ein Song von ihm und meinte, boah, das sind aber viele Kreuze. Wusste gar nicht, dass mein Song so kompliziert ist. Schön. Ja, sehr schön. Dann greif doch bitte noch mal rein. Okay, wir haben noch zwei Sachen drin. Ich kann auch mal ein bisschen Geräusche machen. Das ist was zum Draufhauen? Das ist was zum Draufhauen. Oh, das kenne ich von zu Hause. Wir spielen ein sizilianisches Kartenspiel regelmäßig mit unseren Nachbarn. Und immer wenn wir gewinnen, kommt meine Frau mit einem Kochlöffel und haut uns auf die Finger. Lilo hat einen Kochlöffel rausgezogen aus der Dose. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen im Kontext von Gastfreundschaft und Kochen und gutes Essen. Erzähl mal so ein bisschen, was das für dich bedeutet. Kochen, Freundschaft, Lebensqualität. Das ist, glaube ich, letztendlich dreht sich alles ums Essen. Familie, Freunde, also ich habe regelmäßig, als wir noch nicht, die Kinder noch nicht da waren, habe ich regelmäßig Pasta-Abende gemacht, so alle zwei Wochen, und Freunde eingeladen, Musiker, und waren immer 20, 30 Leute da. Ich habe einmal den Fehler gemacht bei einer Big Band Show,
war mir gar nicht mehr so bewusst, dass an diesem Tag natürlich so viele Leute In-Ears hatten. Und ich dachte, ich lade den Wolfgang Haffner an, einen Schlagzeuger, einen Bassisten und den Bono Müller, den Gitarristen, zum Essen ein. Und sagte noch, Jungs, heute Abend gibt's Pasta bei mir zu Hause. Und dann waren 24 Leute so, juhu, wir kommen alle. Ja. Aber sie sind alle satt geworden. Die sind alle satt geworden. Ich musste zwar ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, für so viele Leute zu kochen. Ja, genau. Ja, ich bin das gewohnt von zu Hause. Bei uns wurde immer gekocht und jeder war eingeladen, die Tür war auf. Daher, das ist so ein, ich glaube, das ist ein bisschen ein Stück auch Kultur. Und ist das auch was, was dir, wir sind jetzt in Köln, du hast eben schon gesagt, also die Produktion findet in Berlin statt von The Voice. Ist das auch ein bisschen was, was dich runterholt, was dich erdet, was dir Kraft gibt, so eine Tankstelle? Dieses mit Freunden zusammen sein, die für die Familie kochen, mit zusammen essen. Absolut. Wie gesagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Jeder von uns hat so seine Problemchen, Sorgen. Ja, wir reden alle über Sachen. Dieses Essen, das ist ein bisschen ein Reset-Knopf. Hm. Ja, so von dem Tag. Wenn du 12 Stunden am Instrument sitzt, das ist gar nicht so ohne. Also, wir haben ja auch vor Ort einen Physiotherapeuten. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Hm. Der ist 8 Stunden am Tag für uns da und der wird in Anspruch genommen. Ja. Und diese Abende sind wirklich wertvoll, weil du einfach kurz wie so ein Reset-Schalter nochmal auf Null gehst ins Bett, am nächsten Morgen geht's weiter. Ja. Und es gibt noch einen anderen Bereich, wo Lilo uns heute schon verwöhnt hat. Der findet sich auch nochmal in dieser Dose. Das ist quasi der letzte Gegenstand, wenn du den bitte noch rausziehst. Also ich sollte so oder so alles rausziehen, ja? Ja, also, genau. Unbedingt. Unbedingt. Classico. Blend aus Arabica und Robusta. Das ist schon mal gut. Ja. Weil ein richtiger Espresso besteht aus einer Arabica-Bohne und einer Robusta-Bohne. Die Arabica ist eigentlich die wertvollere Bohne. Ja. Und die Robusta ist eigentlich so die etwas Stiefkind sozusagen. Die ist kleiner und eher grün. Auch nicht so schön, aber die gibt eben diese Crema und diese, diese nussigen Geschmack. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Anteil steht da. Ich habe meine Brille heute vergessen. Steht nicht drauf, aber wahrscheinlich. Es handelt sich auf jeden Fall um Kaffee. Du hast auf jeden Fall Kaffee. Ja, ich habe Kaffee in der Hand. Steht Röstgrad, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Körper. Also ich habe meine Brille auf, ich könnte assistieren. Ja, komm. Röstgrad, Körper, Aroma. Ja. Volle Punktzahl. Volle Punktzahl, schon mal gut. Aber das Verhältnis steht nicht dabei. Ja, es ist entweder 60-40, 70-30 oder 80-20. Das heißt, je höher, desto höher auch die Qualität. Also bei 80-20 ist die höchste Qualität, kann man das so sagen? 80-20 ist 80% Arabica-Bohne, 20% Robusta. Das ist das Mindeste, das brauchst du, um eben eine Crema zu bekommen. Mhm. Umso weniger robuster du hast, umso weniger Crema bekommst du. Also ich kaufe entweder 60-40 oder 70-30. Ah, okay. So. Und ihr dürft neidisch sein, wir hatten Kaffeeprodukte von Lilo und das war fantastisch. Habe ich zu viel versprochen? Nein. Ich habe noch gesagt, definitiv nicht. Beim Lilo, das ist der Keyboarder, wo es den besten Kaffee gibt. Unbedingt. Ich bin ja sonst bescheiden, aber da muss ich echt gestehen, ich habe 3 Espresso-Maschinen zu Hause, eine hier im Studio und im Studio in Berlin. Die habe ich extra für die Musiker gekauft. Und die haben ja auch alle so eine Einführung bekommen und die freuen sich auch jedes Mal, wenn sie in der Pause ihren Kaffee machen können. Und wenn er dann auch wirklich gut geworden ist, ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Ne? Da muss man so viele Kleinigkeiten achten. Ja. Bei uns gibt es in Berlin den besten Kaffee einfach. Egal, wo wir dann auch abends essen gehen, da kommt nichts ran. Das spricht sich ja dann auch rum. Absolut. Also bei uns kommen die alle, kommen vom Ray Garvey bis Mark Forster, die kommen vor der Show alle zu uns und trinken Kaffee. Und wir kommen manchmal zu Besuch und dann kriegen wir auch einen. Jederzeit. Jederzeit. Total großartig. Wenn wir so bei Kochen, Genießen,
Essen, Gemeinschaft. Da sind wir eigentlich, das ist so die perfekte Überleitung zur Musik. Absolut. Zu Klang, zu Sound. Wie ist das bei dir? Die Zutaten sind wichtig. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja ganz viel so bei The Voice dabei und auch bei eigentlich immer, weil ich mich nicht nur auf ein Instrument beschränken kann. Irgendwie ich nutze von jedem Instrument die Stärken. Ja, also nicht jedes Instrument kann alles. Das geht einfach nicht. Ja, ja. So. Du hast ja auch immer eigentlich deinen Fender Rhodes dabei. Genau. Und aber darauf sind auch ganz viele Effekte, habe ich gesehen. Ja. Aber sehr auch viele. Das ist nicht immer perfekt für alles. Ne? Wenn ich alleine mit einem Sänger spiele und ich brauche dieses Spielgefühl vom Rhodes, der direkt sein soll und eher so den Transienten klar sein müssen, da musst du auch ganz klar spielen, weil du hörst jeden Fehler. Mhm. Ja? Dann brauche ich einen Rhodes, weil das ist so mein Instrument, das spiele ich seit ich 16 bin. Irgendwie das gehört einfach zu mir. Irgendwie. Aber es gibt tatsächlich viele Songs dann, die da nicht funktionieren. Ja, dann spiele ich das Rhodes auf dem SV2. Da kann ich es auch noch ein bisschen tweaken, ein bisschen bearbeiten, noch speziellere Sachen auch damit machen. Und das mischt sich dann im Bandkontext anders. Ja, weil du kannst wahrscheinlich auch dort die Effekte voreinstellen und hast dann eigentlich ein anderes Soundergebnis. Genau. Beim Rhodes musst du das ja dir eigentlich erarbeiten. Mit den Effekten musst du dir alles zurechtdrehen. Ja, ist unberechenbar spielen. Auch manchmal. Ne? Also kommt nicht immer das Gleiche raus. Ne? So, daher, es gibt da nicht richtig oder falsch. Man muss es ausprobieren und gucken, was da am besten funktioniert. So ist es eigentlich mit allen Synths, die ich spiele. Ich verteufle weder digital noch sage ich, analog ist das Geilste und nur analog, so verstehe ich nicht Leute, die das so, nur so puristisch unterwegs sind, weil Naja, wenn man hier in die Runde schaut, bist also schon auch sehr analog unterwegs. Da steht eine B3, glaube ich. Ja. Ein SH-101, ja. Ein Suitcase Rhodes, dann gibt es da noch einen Matrix 12 und Prophet T8 und natürlich die Sahne-Stücke. Ein ganzes Stolz hier im Raum. Ein Arp 2600 und hier der goldene Odyssey. Das stimmt. Ich liebe natürlich die Sounds, aber ich liebe auch so digital Keyboards. Also mein erstes Keyboard war ein Korg DW8000. Cool, den habe ich auch gehabt. Sehr guter Synthi. Ja, das war mein erstes Synth und dann kam der Korg SG1D. Piano. Weiß ich noch. Ganz schwer und sehr teuer. Ja. Hast du die noch, die beiden? Leider nicht. Leider nicht. Ich habe den, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den D50 gegen ein Polysix. Ich bin dann eher so zurückgegangen. Ich bin dann, die älteren gekauft. Und ich glaube, für den man hat ja damals keine Gigs bekommen, wenn du kein DX7 hattest. Ich habe dieses Instrument gehasst, tatsächlich. Ich mochte es einfach nicht. Ich habe es irgendwann auch verschenkt von der Bühne. Nach dem Konzert habe ich gesagt, hier, wer möchte es haben? Bitteschön. Aber das war immer so Anruf, hast du ein DX7? Nein. Ah ja, ist schade. Weil die ganzen Bands hatten ihre diese Cartridge-Kassetten, ne? Diese Sound-Karten. Ja. Mit Sound für ihre Songs. Mhm. Und du kamst mit deinem DX7, hast diese Sounds eingeladen irgendwie und hast mitgespielt. Die haben nie gefragt, ob du gut bist oder nicht. Es war immer so, hast du ein DX7? Schon allein das hat mich genervt. Und dann konnte ich dieses Ding einfach, ich war es gewohnt, hier Attack und Release und mal schnell was zu ändern. Dachte, wo ist das denn? Ist schon jetzt sehr unpersönlich irgendwie. Total. Man hat ja gar keinen Griffpunkt so. Ja. Hier hat man ja Regler drauf und man kann Envelope schnell einstellen und auch den Klangverlauf hat man ganz schnell im Griff. Also wenn du jetzt den Prologue nimmst, da hast du das ja super schnell eingestellt. Ja. Und ich glaube, so ein Sound ist ja auch im Kontext dann, das muss man ja auch immer da sehen. Also dass man ja mit einer Band steht und du musst jetzt mal schnell den Sound passend machen. Und das kriegst du mit einem Prologue oder mit vielleicht mit dem 2.6 ist es ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber wenn man ich hatte den Odyssey, hatte ich jetzt auch bei der Max Herre Tour dabei. Und ich hatte erstmal Bedenken, so nicht abspeicherbar und hier und da.
auch noch nicht so vertraut damit, und aber es hat super geklappt. Das geht gut. Ja, es geht echt gut, ja. Man muss wissen, welche Regler man während des Gigs nicht. Ja, aber manchmal passieren auch tolle Sachen. Wenn man Farben. Ja. Toll, oder? Ja, aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass ich das, was ich im Kopf habe, dass ich das schnell verwirklichen kann. Mhm. Und nicht erst überlegen, ne, wie mache ich das, oder also was gar nicht geht, ist zum Beispiel jetzt im Laptop Mainstage jetzt die ganzen Presets mal durchzugucken. Egal, auch wenn die sortiert sind, immer dieses Plug 1, 2, 3, 4, das nervt mich schon, bin ich schon beim Prolog und habe das schon eingestellt. Ja. Da spielst du schon. Da spiele ich schon, tatsächlich. Und während Spielen justiere ich noch, umso besser, weil da kann ich im Mix schon hören, okay, doch zu wenig Resonanz oder zu viel Cut-Off oder was auch immer, kürzer, länger. Bis du das eingestellt hast und dir die ganzen Regler und Controller zurechtgelegt hast, das macht mich wahnsinnig. Und wieso Sounds, die fest sind. Ich sample mir manchmal auch hier die Analog-Sachen, die im Studio sind hier, die ich nicht mitnehmen möchte auf Tour. Die sample ich mir ab. Mache ich einen XS Sampler Programm und spiele die ab. Ne, wenn ich da jetzt nicht gerade rumspielen muss, wenn es der Sound sein muss, hier. Was kann man samplen? Man muss nicht viel passieren, ne? Oder eine Fläche oder eine bestimmte. Ja, klar, wenn es immer genau so kommen soll, ja. Genau. Ja. Wenn es so ein Signature Sound ist, tatsächlich. So was. Zum Beispiel. das ist mir wichtig. Also, dass das Instrument nicht dich beherrscht, sondern eher andersrum. Dass du das Instrument beherrschst. Ja, das ist immer so eine komplexe Sache eigentlich für Keyboarder oder Pianisten. Es ist ja einmal das Spielerische da, dass du eben sagst, ich beherrsche mein Instrument. Das heißt, du kannst spielen. Und dann kommt aber noch so diese andere Komponente hinzu, dass du eben auch den Sound beherrschst. Das gehört doch zusammen, oder? Also, total. Ja, also wenn du Klavier spielst, versuchst du ja auch einen Sound zu kreieren. Also das meiste, was ich meine musikalischen Laufbahn geübt habe, ist der Anschlag. Nicht wie schnell ich spielen kann oder was auch immer, Songs, der Anschlag. Ich habe mir irgendwann so eine Tastatur bauen lassen, eine Klaviertastatur, eine Oktave mit richtigen Saiten, die dann gestoppt waren in einem Case. Das hatte ich immer dabei. Im Zug habe ich immer Fingersets und Anschlag geübt, ne? Solche Sachen, das ist das, was es ausmacht beim Instrument. Da sprichst du von der Dynamik und welche Farbe du erzeugst. Also da sehe ich ganz viele Parallelen zu Analog-Keyboard zum Beispiel. Also du kannst ja einen Klavierakkord spielen, indem du einfach ein Pedal drückst. Warte mal hier. Den einfach liegen lässt. Dann klingt der aus. Aber es ist ein Unterschied, ob du einen Akkord einfach hältst. Hat eine ganz andere Gewichtung. Oder ob du einen Ton mit einem Finger, zwei Finger, drei Finger spielst. Das sind bestimmte Sachen, das macht man. Es gibt ja auch klassische Werke, bei denen es so ist. Ne? Du spielst einen Ton erst mit einem Finger, dann mit zwei, mit drei. Das erzielst du nicht durch Kraft, sondern durch Gewicht. Manche sagen, mein Gott, das hört man doch nicht. Das hört man doch. Das ist das Gefühl, was du rüberbringst. Und das ist bei den analogen Sachen auch. Also mit Aftertouch und so Sachen. Also ich zum Beispiel, ich brauche das nicht zwingend. Und wenn ich eine Vibration will, dann mache ich es lieber mit dem Wheel oder auch ein Cut-Off oder so Sachen. Oder ein Expression-Pedal. Ja, sowas, ja. Genau. Dieses. Also das heißt, dir ist der Bogen dann wichtig. Hier ist der Bogen, das kriege ich mit dem Aftertouch gar nicht hin, auch diese Lautstärken, wenn du so, das ist immer so. Ich fühle mich dann immer wie festgenäht an den Dingen. Genau, verkrampft. Ich verkrampfe mich da, genau. Das deswegen, also vermisse ich jetzt bei Synths jetzt nicht zwingend, also mir ist gar nicht aufgefallen, dass Apollo kein Aftertouch hat, ehrlich gesagt. finde ich eigentlich ganz geil.
mein Matrix hat auch kein Aftertouch. Dafür kann man ein Expression-Pedal anschließen und das kann man ja ganz toll instruieren, auf welche Modulationsziele es geht. Und man kann wirklich tolle, tolle Bögen damit spielen. Also ich mache so Sidechain-Sachen, mache ich alles mit der Hand. Ja. Oder auch so Filter-Sachen, immer. Ich habe immer einen Finger drauf. Ja, und das klingt doch auch viel organischer, wenn man so direkt am Sound ist. Ja. Das macht man auch so unbewusst. Ist wie malen, Sachen. Ne? Ja. Versuch mal irgendwie mit deinem Finger irgendwie so mit Kraft irgendwie eine Welle zu malen. Das geht einfach nicht. Da sind wir wieder bei musikalischen Früherziehungen im Takt malen. Ja, oder wir sind auch wieder beim Kochen eigentlich, ne? Weil es ist, da genauso. Es ist etwas, ja, die Knoblauchzehe, die reibe ich aber lieber oder die hacke ich lieber oder irgend so. Oder zerquetsche die. Das ist unterschiedlich vom Ergebnis. Ja. Also, ja, auch mit Liebe. Also mit Liebe und Leidenschaft agieren. Ja, also Liebe zerquetschen. Nicht eben nur einfach meinen Job machen. Genau. Aber jetzt zerquetsche ich es. Genau. Ja. Dass du nicht einfach nur deinen Job machst, sondern dass du es wirklich so machst, dass es auch Leidenschaft enthält und auch die Liebe zum Tun enthält. Ja. Aber das ist tatsächlich bei mir in allen Sachen so. Hm. Deswegen sage ich immer zu meiner Frau, wenn du mir was schenkst, wenn ich angefixt bin von der Sache, dann muss ich es richtig machen. Es war, ich habe mit Kaffee viel zu spät angefangen. Also erst mit 30 kam diese Liebe zum Espresso. Ich mochte das früher gar nicht. Hm. Und dann hat mich das total angefixt und dann musste ich auch diese Barista-Kurse, habe 2 Barista-Kurse gemacht und dann musstest du natürlich auch die Espresso-Maschine dazu kaufen, auch die richtige Mühle, ja. So, und so ist es mit Instrumenten auch so und das ist mit Kochen auch so. Wenn du einmal irgendwie gute Tomaten gegessen hast auf Sizilien vom Bauer direkt vom Feld, die süß schmecken wie Honig und dann irgendwie holländische Tomaten isst, dann... Wir wollen Holländer jetzt hier nicht in die Frauen. Nein, ich mag Holländer. Nicht. Es gibt bestimmt... Ich mag Holländer sehr gerne. Ja, ja, klar. Holland, waren wir da nicht mal gemeinsam auf einer Veranstaltung? Ja, oh, das war toll. Was war das für ein Event? War das noch was mit Kork? Es war ein Kork-Event. Wann war das? 2006? Was hatten die nochmal vorgestellt? SV2, nein. Eins. Nein, das war für den Kronos damals. Kronos, stimmt. Und ich muss gestehen, ich habe mich nie damit beschäftigt, weil ich grundsätzlich Workstations nicht mag. So, weil die mir zu steril sind. Deswegen haben wir uns heute hier getroffen mit Kurt Ader. Und der hat mir tatsächlich das Gegenteil bewiesen. Als ich schon in Berlin war jetzt. Ja, Kurt ist speziell. Ja, ist speziell, aber Kurt auch, ihr erinnert euch. Es kommt darauf an, mit was du so ein Gerät fütterst auch, ne? Und wie du damit umgehst. Genau. Ja. Die Filter klingen so. Ich habe extra heute, Kurt hatte noch ein Oberheim auch gesampelt, weil wir A- und B-Vergleiche gemacht haben. Das klang richtig gut. Und dann habe ich gefragt, ob die Filter, ob die vom Oberheim waren, im Sample oder von dem Kronos waren. Und er meinte, die war vom Kronos. Das klang richtig gut. Ich war sehr erstaunt. Wenn man sich die Sachen, natürlich ist es wie in vielen Programmen, du musst dir natürlich dein eigenes Template erstmal erschaffen. Wenn du das gemacht hast, dann funktioniert das auch für dich. Wenn ich mir die Regler so konfiguriere, dass sie für mich funktionieren, dann macht diese Maschine für mich jetzt total Sinn. Der Kurt ist auch so ein Liebhaber von lebhaften Sounds. Also das muss immer so Juice haben, glaube ich. Und absolut. Denen geht es um Qualität. Und wir haben es direkt gut verstanden, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann holt er wirklich auch das Optimum raus mit seinen Sounds. Die sind unheimlich lebhaft, kann man eigentlich nicht anders sagen. Wer weiß, vielleicht machen wir eine Library zusammen. Wow. Ah. Wow. Sehr spannend. Das, dann müssen wir euch zusammen treffen. Unbedingt. Ja, das gibt es sicher halt auch Geschichten dann. Ja, unbedingt. Ja. Ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, oder? Das war definitiv der Rettungsanker, den wir in diesen Tagen brauchen. Ja, sehr gut gesagt. Lilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und dass du uns hier empfangen hast. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Sehr gerne.
Und wir möchten dir gerne, wie jedem Gast, das letzte Wort geben. Wenn du noch was hast, eine Lebensweisheit, was auch immer es ist, darfst du jetzt gerne rauslassen. Ja, am besten was Lebensweisheit. Denkt nicht das, was ihr nicht geschafft habt, sondern das, was ihr geschafft habt. Das ist, finde ich, immer wichtig, dass die Leute immer, merke ich immer wieder, immer nur das Negative sehen oder das, was sie nicht schaffen oder dass sie, was sie nicht haben, aber vergessen das Wertvolle, was sie haben, dass sie vielleicht eine gesunde Familie haben, Kinder oder einen Job. Ja? Und das ist immer dieses Messen, was man nicht hat, was man gerne hätte. So, ich finde, dass man vielleicht mal in sich geht und drüber nachdenkt, was für ein Glück vielleicht jeder so hat. Ne? Jeder hat irgendwas, worüber er dankbar sein kann. Das ist, finde ich, für so eine Zeit vielleicht ganz, ganz, ganz gut, mal so darüber nachzudenken. Das ist perfekt, würde ich sagen. Ja, das kann ich auch nur so unterschreiben. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch danke, dir, Jörg. Ja, Steffen. Danke. Danke.